Freunde, ich kann immer noch kaum fassen, mit wem ich heute die Ehre habe zu chillen. Heidi Klum ist noch bei mir. Wir haben eben schon das Speed-Dating gespielt. Das siehst du im YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Radio Jam FM. Zieh's dir rein. Jetzt wird es vor allem ehrlich und ein bisschen heikel. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du in einem Interview wirklich offen und ausführlich über die Produktion von Germany's Next Topmodel sprichst. Kann das sein? Das kann sein. Also ich meine, ich habe so viele Interviews gemacht. Vielleicht ist es nicht Radio, schriftliche Interviews vielleicht habe ich gemacht. Ich mache so viele Interviews, aber ich vielleicht auch nicht. I don't know. Okay, ich bin gespannt. Also zunächst muss man ja auch mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja mittlerweile die 17. Staffel von Germany's Next Topmodel. Ich bin sehr, sehr großer Fan und ich glaube, ich kenne kein Format, das sich wirklich so konstant an der Spitze hält. Was würdest du denn sagen, was denn besonders ist oder jetzt an der diesjährigen Staffel war? Also dieses Jahr war auf jeden Fall Thema Nummer 1 Diversity. Das Geschäft des Models hat sich natürlich komplett verändert über die ganzen Jahre. Sahen eigentlich immer alle sehr gleich aus in der Vergangenheit. Und dann fing das so vielleicht vor 5, 6 Jahren an, wo endlich dann auch mal andere Shapes introduced worden sind, also mehr Curvy Models. Und dieses Jahr habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter gegangen oder die Modewelt ist schon mal einen Schritt weiter gegangen, dass es jetzt nicht nur 90, 60, 90, sondern auch Curvy Models auf dem Laufsteg zu sehen gibt. Aber warum nicht auch kleine oder riesengroße? Ja. Oder welche, die, weiß ich nicht, 30 sind oder 40 sind oder 50 sind oder 60 sind. Weil das war immer so sehr gleich und sehr einheitlich, das Ganze. Und ich sage auch immer, Angebot und Nachfrage. Es ist natürlich so, wenn die Nachfrage nicht da ist, dann ist es auch blöd, wenn du, sage ich jetzt mal, so viele unterschiedliche Models am Start hast, die aber eigentlich gar keiner haben will. Weißt du, was ich meine? Weil früher war es so gewesen. Und wir haben wirklich versucht, über die Jahre hinweg uns wirklich mit der Zeit zu verändern, so wie auch sich die Modewelt verändert hat. Und ja, und dieses Jahr haben wir komplett die Türen aufgemacht für alle. Und da sind wirklich die unterschiedlichsten Frauen an den Start gekommen. Und ich fand es super. Also ich fand es so interessant dieses Jahr und ich fand die Models auch super. Ich meine, viele fanden es vielleicht nicht ganz so toll oder haben gesagt, oh, das wird eh nie was werden mit denen. Aber ich muss sagen, viele, viele, viele haben echt auch tolle Jobs bekommen. Am Anfang zum Beispiel haben viele gesagt, Viola. Viola war eine von meinen Lieblingskandidatinnen. Pinke Haare, die hatte so ein Mullet, hinten lang, vorne kurz, wilde Locken. Und sie kam an und hatte schon so eine wilde, pinke Frisur und so weiter. Hab sie auch nicht umgestylt, weil ich sie genauso geliebt habe, wie sie war. Leider so von ihrer Performance her oder die unterschiedlichen Challenges, die wir gemacht haben, hatte sie dann angefangen zu schwächeln und leider hat sie es dann nicht bis ans Ende geschafft. Aber sie hat diesen riesen Job von Jean-Paul Gaultier abgesandt. Sie hat einen riesen Job gemacht. Deswegen bin ich so froh, dass er sie bei uns gefunden hat und dann auch gebucht hat. Unsere Lena auch zum Beispiel, ganz klein, ganz andere Kurven, ganz anderen Body, als wir das so gewohnt sind von den Laufstegen. Leider hat sie nicht so viele Jobs bekommen. Ich hätte es ihr so sehr gewünscht, weil ich möchte so gerne das Bild auch ein bisschen ändern, dass es nicht immer dieses 90, 60, 90 ist. Warum auch jemand, der klein ist? Weil ich denke auch, dass viele Frauen da draußen sich auch gerne wiedersehen möchten auf dem Laufsteg. Ne? Ja. Dass es immer nur die Großen sind oder vielleicht jetzt auch die Kurvigen sind, aber warum nicht auch die richtig Kleinen? Warum die richtig Großen? Ich glaube, dieses Jahr zum ersten Mal, wir hatten jemand dabei, 1,94 Meter. 1,94 Meter? Aber warum auch nicht? Ja, eben. Warum auch nicht? Aber wir sind es einfach nicht gewohnt. Insofern, viele haben dann so ein bisschen rumgehetzt und gesagt, no, das sind eh keine Models. Aber warum nicht? Ich sage immer wieder oder noch wieder, die Leute wollen sich gerne auch wiedersehen auf dem Laufsteg. Ich meine, wenn alle gleich aussehen, so sehen wir aber, so ist das Bild auf der Straße auch nicht. Alle unterschiedlich aus. Nee, ich finde es auch voll schön, dass du dem Ganzen auch so Platz bietest. Weil guck mal, also du kennst mich ja persönlich noch nicht, aber ich bin, wenn man mich im Real Life kennenlernt, bin ich schon relativ klein. Ich glaube 1,66 steht auf meinem Ausweis und deswegen finde ich es auch so schön, dass du da, wie du eben schon gesagt hast, so viele KandidatInnen hast, die divers sind. Und damit hast du eigentlich meine zweite Frage auch schon beantwortet. Denn ich hatte dich jetzt gefragt, inwiefern hast du dich denn verändert, beziehungsweise dein Mindset für Beauty, Modeln, die Modelindustrie und so weiter, hast du perfekt gemacht. Aber wie sehr hat sich denn die Fashion-Industrie diesbezüglich verändert? Oder was muss sich denn da noch ändern?
Also die Fashion-Industrie hat sich schon verändert, aber lass uns noch mehr uns verändern. Ne, lass uns noch mehr dazu beitragen oder auch ältere Models. Ne, dieses Jahr hatte ich 3 ältere Models am Start oder ihr nennt die hier in Deutschland Best Agers. Okay, das höre ich zum ersten Mal, aber sehr gut, merke ich mir. Ja, die nennt man in Amerika gar nicht Best Agers und das ist auch ein englisches Wort. Hier in Deutschland ist ganz lustig, aber okay. Ich hatte 3 Stück. Ich hatte die Martina, die auch jetzt im Finale ist. Super. Also so eine tolle Frau mit voll Elan dabei. Macht das wirklich von Herzen gerne. Die Lieselotte, die uns leider letzte Woche Donnerstag verlassen musste, weil sie einfach wirklich an ihre Grenze angekommen ist. Aber auch eine ganz, ganz tolle Frau. Liebenswert, so süß. Ein bisschen verrückt. Also wir haben die beste Zeit zusammen gehabt. Und dann Barbara mit 68 Jahren. Also wir haben so viele tolle Frauen am Start gehabt. Und das war wirklich mal so anders zu sehen, wie die an die Sache rangehen. Ja. Und auch da waren viele Leute, oh ja, die drückt immer ein Auge zu, die Klum. Aber man muss auch irgendwie denken, so eine 66-jährige Frau wie die Lieselotte, kannst sie einfach nicht in einen Sack zusammenpacken. Wenn du jetzt ein 20-jähriges junges Mädchen hast, die zum Beispiel so einen super langen Tanz lernt, die das auch andauernd immer auf TikTok machen, das ist ja so ein ganz anderer Muskel auch in deinem Brain, wenn du solche Steps lernen musst und sowas machen musst. Für so eine 66 Jahre alte Frau, es ist natürlich was ganz anderes und klar, super mitgezogen, deswegen Chapeau, ich sage es immer und immer wieder, das muss man auch erstmal nachmachen. Wirklich. Es ist immer so einfach für die Leute, das zu sagen, wenn die zu Hause auf der Couch sitzen und sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm, ja, ne? Das ist gar nicht so schwer, aber wenn die dann immer erstmal alle da sind und das machen, dann sagen sie alle, ist ja doch gar nicht so einfach. Ja, ja, der Klassiker. Aber bei Barbara... Das ist genau wie bei meinem Tanz für Chai Tea auch. Also ich habe da auch mit den Girls geübt und das war für mich auch nicht einfach. Das ist echt schwer, was wir da am Zuber machen. Glaube ich. Aber Endergebnis ist auf jeden Fall mega fresh geworden. Ich wollte eben noch sagen, bei Barbara dachte ich mir auch so, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir ungelogen so, wow, mit 68 nur halb so geil auszusehen, wäre schon Goals, würde mir schon reichen. Aber auch die ganze Energie, die diese Frau hatte. Also nicht jetzt nur ihren Look alleine, diese Lebensfreude. Also so ein Spaß am Leben und sie war wirklich nur am Lachen und hat jedes Ding genossen und super viel Spaß wirklich auch mitgebracht. Mhm. Ich glaube, das sind auch super viele Vorbilder für so viele Leute draußen, die sich das angucken. Ich habe auch immer gedacht, ich sage, wow, ihr seid so toll und Deutschland seht euch jetzt. Ich glaube, da sind so viele andere, die euch angucken und sagen, wow, ja, ich möchte auch noch ein bisschen mehr aus mir machen und mich vielleicht ein bisschen mehr schminken oder cool anziehen oder. Also ich fand das echt super und ich fand die Frauen auch alle echt toll. Auf TikTok, also nächste Frage auf TikTok, heißt es, ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen mitgeguckt hast, aber auf meiner Startseite war es öfter, war so ein bisschen Kritik, dass Germany's Next Topmodel mittlerweile so ein bisschen in Germany's Next Influencer umbenannt werden sollte, von den KandidatInnen her. Und dann dachte ich mir so, also mittlerweile kannst du ja nicht, also das eine vom anderen ja nicht mehr trennen. Das gehört ja mittlerweile zusammen. Aber gibt es für dich irgendwo eine Grenze zwischen dem klassischen Modeln und Influencen? Also ich glaube, am Ende des Tages, was heißt Influencing? Influencen heißt, dass du natürlich, wie kann man das gut auf Deutsch jetzt übersetzen, Influencing? Also du... Social-Media-Präsenz meine ich damit eigentlich. Ja, nein, aber du zeigst den Leuten ja was sie kaufen sollen. Und viele... Influencer machen das ja auch total super, aber die those paths, they cross each other. Also das wird schon alles so ein kleines bisschen mehr zusammen gemischt, aber es liegt halt auch irgendwie an der heutigen Zeit, also Social Media ist ja irgendwie auch nicht mehr wegzudenken, ne? Ja, und da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Ich meine, da ist so viel Platz für alle da. Und ich sehe es ja auch jetzt an den jungen Leuten, das Bild hat sich auch so sehr verändert, wie es für mich früher gewesen war. Also wir hatten ja überhaupt gar kein Social Media und ich sehe das ja jetzt an meiner Tochter, die jetzt nicht so wirklich Influencer-Jobs macht, sage ich jetzt mal. Aber auch wenn sie jetzt für große Marken irgendwelche Fotoshootings macht, du siehst es mehr on Social Media, als du das in den Zeitschriften siehst, weil ja auch nicht mehr so viele Zeitschriften verkauft werden, wie es früher war. Mhm. Oder auch die Werbung im Fernsehen. Es spielt sich nun mal viel mehr jetzt auf deinem Telefon. Ja, ja. Es ist nun mal so. Und insofern hat sich auch die Werbung dementsprechend verändert und somit müssen sich auch die Models ein bisschen mehr verändern. Mhm. Kommen wir mal zum Thema Produktion von GNTM. Wie sieht denn für dich ein klassischer Drehtag aus? Weil ich glaube, laut meiner Info stehen die Mädels zumindest um 5 Uhr auf.
Wann geht's denn bei dir los oder wie sieht denn für dich ein klassischer Drehtag aus? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir jetzt irgendwo in Kalifornien in der Wüste irgendwo filmen, ja, dann müssen wir früh aufstehen und dann müssen wir dahin fahren. Wenn das so ein Set ist, wenn wir zum Beispiel jetzt für die Harper's Bazaar, wenn wir außerhalb Los Angeles in dieser Wüste da zum Beispiel gedreht haben, dann müssen wir früh aufstehen und dahin fahren. Ja, dann muss ich genauso früh aufstehen und dahin fahren. Ja, und dann sitze ich erstmal 2 Stunden Haare, Make-up. Wenn ich da angekommen bin, dann sitzen die Girls erstmal alle im Haare, Make-up für 2 Stunden. Dann die meisten hängen dann ab. Ich bereite mich da auf den Shoot vor, gehe dann schon mal ans Set, begrüße alle, je nachdem, wen wir gerade da haben. Und dann wird fotografiert und dann wird Mittag gegessen. Ich gehe dann meistens in meinen Trailer. Die Models sind meistens alle zusammen, essen Mittag und dann drehen wir weiter. Und dann geht es wieder 2 Stunden Autofahrt nach Hause. Boah, stabil. Was machst du denn in den Pausen? Hängst du dann an Social Media oder was machst du so, wenn du mal kurz Zeit hast zu chillen? Ja, ich meine, es kommt drauf an, was gerade so ansteht. Ne? Oftmals sind dann irgendwelche, weiß ich nicht, Clips, die ihr im Fernsehen seht, die ich angucken muss für die kommende Woche, für die nächste Woche. Oder ich muss andere E-Mails machen oder ich bin mit einem Lehrer von meinen Kindern dran, wie gestern zum Beispiel, jetzt mit 9 Stunden Zeitverschiebung. Es kommt immer, was gerade so anfällt. Während man sich dann gerade so das Mittagessen reinschiebt, ja. Krass, ey, busy life auf jeden Fall. Die Models haben ja während der Drehzeit, wenn es bis zum Ende geht, 3 Monate kein Handy, ne? Wie lange würdest du denn ohne dein Handy auskommen? Also wenn meine Kinder jetzt alle bei mir wären und du hast also alle so deine Lieben um dich herum, dann brauche ich das nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt, wenn meine Kinder weit weg wären und ich hätte kein Telefon und ich könnte die nicht anrufen und die könnten mich nicht anrufen, dann wäre es schon problematisch. Ja, ja. Weil am Ende des Tages ist ja das, wo du immer mit denen du telefonieren möchtest, wenn du nicht gerade bei ihm bist. Also das würde mir am schwersten fallen. Du bist so ein Süßer. Aber sonst gerne mal auch ohne Telefon. Also ich meine, das ist ja schon fast wie die dritte Hand, die dir gewachsen ist. Wirklich, am Körper. Und das ist manchmal auch echt zu viel. Und wirklich manchmal, dann weiß ich nicht, hat dir irgendjemand eine E-Mail geschickt vor einer Stunde und du hast gerade irgendwas gemacht und dann kriegst du den Anruf, hast du die E-Mail denn schon gemacht? Ich sage, give me a minute, gib mir mal eine Minute. Ja. Weißt du, was ich meine? Das muss alles immer schnell, schnell, schnell. Und heutzutage gibt es auch so viele Plätze, wo du irgendwo eine Information von irgendeinem bekommst. Das finde ich auch so schwierig. Dann, oh ja, ich habe dir das DM'd, ich habe es dir getextet, ich habe es dir ge-E-Mailt. Wie viele unterschiedliche Plätze du angucken musst. Und du so 8 Arme, 8 Handys, wirklich? Ja. Oh Mann, ey. Wonach entscheidest du denn, wer weiterkommt? Weil auf TikTok habe ich auch ganz oft gesehen, du hast ja gerade vorhin schon Viola angesprochen. Die Leute haben zumindest dieses Jahr zum Teil deine diesjährigen Entscheidungen irgendwie nicht so komplett nachvollziehen können, was den Ausstieg von gewissen KandidatInnen schon anging, zum Beispiel Barbara und Viola, wäre zu früh gewesen. Wonach entscheidest du denn immer? Also eigentlich immer aus meinem Bauchgefühl heraus und natürlich, wie die Models performt haben. Naja, also wenn du siehst, dass wirklich, ich suche nicht am Anfang die Gewinnerin, ich suche am Anfang immer die, die am schwächsten sind von der Woche. Ne? Und am Ende ist es auch so, dass alle wirklich so gut sind und du dann denkst, oh Gott, wer ist denn? Dann suche ich wirklich den raus, der es am schwächsten gemacht hat, ne? Um fair zu bleiben. Weil okay, die waren alle sehr stark und du warst leider die Schwächste und deswegen muss die Person dann gerade leider gehen. Ne? Aber ich gehe immer auch von meinem Bauchgefühl heraus. Ne? Oftmals natürlich auch habe ich den Input von Fotografen, die da sind, oder ob ein Art Director da ist oder ein Stylist da ist oder ein Designer da ist, je nachdem. Ich habe hier unterschiedliche Gäste da, die natürlich auch von unterschiedlichen Richtungen aus dem Business kommen, die mir ihren Input geben. Aber am Ende des Tages mache ich das mit meinem eigenen Bauchgefühl, meinem eigenen Empfinden. Aber ich höre gerne an, was die alles zu sagen haben. Und das Ding ist natürlich auch, man muss immer so ein bisschen die Person von dem Job so ein ganz kleines bisschen trennen auch manchmal, weil du verliebst dich ja auch in die Person und du magst die unheimlich gerne und wie die sind und du weißt, wie sehr sie sich angestrengt haben oder wie sehr sie sich weiterentwickelt haben in der Zeit, wo wir zusammen sind. Weil 3 Monate ist echt eine lange Zeit. Und um eine Sendung zu haben, die 2 Stunden lang ist, drehen wir so um die 4, manchmal 4,5 Tage. Das ist
echt eine super lange Zeit, die wir miteinander verbringen. Und dann lernst du die Kandidatin natürlich auch sehr gut kennen, obwohl ich lerne sie erst wirklich kennen im Schnitt. Weil vor mir sind sie natürlich alle auch immer irgendwie anders. Klar, man zeigt sich von der besten Seite so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Oder auch der ganze Beef, der da passiert. Gut, wenn natürlich, wenn das eskaliert und wenn es richtig krass ist, dann kommen natürlich die Producer schon zu mir und sagen, hey, in der Villa ist das und das passiert. Mhm. Oder ne, die haben sich richtig angegriffen. Oder, keine Ahnung, was da schon mal passiert ist in den 17 Jahren. Ne? Da sind schon ein paar Sachen passiert, wo ich dann auch mal sagen muss, hey, was ist denn hier passiert, Leute? Aber sonst, es ist nicht immer einfach, weil ich mag die ja auch alle gerne und ich weiß, dass sie sehr anstrengend und so weiter. Aber am Ende, ich sage ja immer, eine kann es nur werden. Insofern, im Laufe der Zeit müssen die anderen nach und nach eben gehen, dass nur eine da stehen bleibt. Ja. Und so ist das Spiel nun mal. Es ist ein Wettbewerb. Ne? Und das ist nicht, dass die, die gehen, das schlecht gemacht haben, nur vielleicht in dieser Woche dann eben die Schwächsten gewesen sind. Hast du schon mal eine Entscheidung bereut? Konkret? Eigentlich nicht, nein. Nein, ich bin auch nicht jemand, der so nach hinten guckt. Für mich ist es dann auch zu Ende. Ich gucke dann auch eher nach vorne. Und auch klar, wenn ich jetzt natürlich vielleicht eine Staffel angucken würde von vor 10 Jahren, würde ich das vielleicht heute anders entscheiden, weil 10 Jahre später jetzt die Welt sich verändert hat, das Model-Business sich verändert hat. Und vielleicht, wenn jemand eine starke Charaktere gehabt hat vor 10 Jahren, wo man sagt, heute wäre das gerade richtig oder modern gewesen. Mm. Und damals war es eben nicht modern gewesen. Es kommt immer natürlich drauf an, welcher Zeit du gerade mitmachst. Und bereuen tue ich eigentlich nichts. Das ist gut, solltest du auch nicht. Thema Umstyling. Wonach entscheidest du denn und was würdest du mir für ein Umstyling geben? Ich entscheide mich, nachdem ich die Gesichter alle gesehen habe. Also das ist für mich natürlich auch oft so, ich sehe das bei unseren Make-up-Artisten manchmal, also ich bespreche ja alles mit meinem Team, also wie Haare, Make-up gemacht werden, wie das Styling, das Shooting, welcher Fotograf etc. etc. Es geht ja so viel in so eine Sendung rein, also Vorbesprechung, ne, bevor wir überhaupt erstmal anfangen zu drehen. Und was wollte ich denn jetzt gerade erzählen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Umstyling hatten wir es gerade und dass du ganz viel Input bekommst. Ja, aber dann ist es auch oft mal so, wenn ich dann jetzt das Make-up entscheide mit unseren Leuten, das kannst du auch nicht über alle einmal so drüber wischen. Weißt du, du musst für jedes Gesicht individuell das ein kleines bisschen ändern, weil jeder ein anderes Gesicht hat. Die Augen sind größer, manche sind kleiner. Da musst du das irgendwie so für das spezielle Gesicht dementsprechend dann auch umsetzen. Ja. So bei Frisuren, Haarfarben, Schnitten, ne, ich gucke mir die dann an und ich gucke mir ihre Gesichter an, wie passt das Körper, wie verhalten sie sich und dementsprechend mit meinem Team, meistens mit Wendy, das ist meine Friseurin schon seit vielen, vielen Jahren, besprechen wir dann, was wir für ein Umstyling machen. Was würdest du denn mit mir für ein Umstyling machen? Da muss ich dich ein bisschen besser kennenlernen, vor allem auch ein bisschen noch näher sehen können. Soll ich noch näher reinkommen? Aber du hast super schöne Haare. Aber hast du auch schon mal probiert? Hast du auch schon mal blond probiert? Meine Verlobte sagt mir immer, ich glaube, blond wird dir stehen. Vielleicht ist das jetzt der Input von dir, den ich jetzt auch noch gebraucht habe. Bitte? Hast du es denn schon mal ausprobiert? Nein, bisher noch nicht. Ich hatte bisher nur so Ombre. Das war so das Maximum, was ich mich getraut habe. Weil ich finde, es ist schon fun, mal so komplett was anderes auszuprobieren. Und ich glaube auch oftmals, wenn ich meinen Kandidatinnen so eine extreme Veränderung gebe, dass, also ich denke immer, dann mache ich so ein kleines Licht an unter ihrem Hintern, so ein kleines Pärchen. Ja. Weil oftmals ist es auch so, das ist erstmal immer ein Schock und dann sehen sie auf einmal, was ich sehe und was die Kunden sehen, was die anderen sehen und dann so, oh wow, das sehe ja eigentlich doch ganz geil aus. Weißt du, was ich meine? Voll. Also, am Anfang ist es immer so, Schock, meine Haare, oh nein, wo sind sie? Aber dass es dann vielleicht auch wirklich ihnen richtig gut getan hat, das kommt immer eigentlich ein bisschen erst später. Aber du solltest blond einfach mal ausprobieren auch. Okay. Ich bin auch brünett und dann bin ich irgendwann blond geworden und blond geblieben. Okay, ich werd's ausprobieren. Den Move, den deine du machst. Meine Haare sind ja auch so dunkel wie deine, das denkst so du. So dunkel? Meine sind super dunkel. Guck dir mal anders an. Ach krass. Ja, du, weißt du was, das mache ich und wenn es kacke aussieht, mache ich dich dafür verantwortlich. Nein, Spaß. Aber vielleicht war das der nötige Input, den ich gebraucht habe, eine bisschen Veränderung in meinem Leben
vorzubringen. Ich habe noch drei Fragen an dich. Was muss denn ein Model 2022 haben? Hast du Tipps für Quereinsteiger? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das Ding ist ja, das ist eine Wundertüte heutzutage und das liebe ich auch gerade daran. Also wenn ich wirklich das Casting mache und die Türen sind auf, kann jeder gerne kommen. Und dann stehen die auf einmal alle vor dir und dann suchst du die Besonderen heraus, die was Besonderes haben. Entweder ist es der Look, der dich sofort umhaut oder wenn sie dir eine Geschichte erzählen und dann siehst du auf einmal, wie die Augen anfangen zu glänzen und dann so, wow, da steckt aber jemand dahinter. Das ist ja richtig interessant, ne? Oder viele transformen auf einmal, ne? Die kommen rein und dann sagst du, oh ja, super süßes Mädchen, okay, jetzt lauf mal, dann laufen die, bumm, dann sind die auf einmal ein Model. Das ist so. Ja. Deswegen ist es schwierig zu sagen, okay, lass uns mal in die Zukunft gucken, nach wem suche ich. Mhm. Man weiß es einfach nicht, ne? Das sind so viele unterschiedliche, tolle Menschen da draußen. Mhm. Und wenn alle kommen und vor mir stehen, dann weiß ich überhaupt, mit wem ich zu tun habe. Und es ist auch so interessant jedes Mal, weil wenn ich das Casting mache und mich entscheide, wir haben mit 30 angefangen dieses Jahr und das ist so aufregend für mich der erste Tag, weil es sind keine Schauspieler, die sind nicht gecastet, das sind echte Menschen mit echten Geschichten und dann ist es für mich auch immer ganz spannend, weil ich weiß, ich habe jetzt 3,5 Monate mit diesen Menschen und ich hoffe, das wird gut mit denen. Ne? Ja. Die Bewerbungsphase für die nächste Staffel ist ja auch schon gestartet. Hast du vielleicht da einen Tipp, wie es denn klappt? Worauf legst du denn besonders Wert? Vielleicht Confidence oder so? Weil Confidence ist natürlich super wichtig. Es ist natürlich echt schwer, wenn die vor mir stehen und sagen, ich bin eigentlich viel besser. Nur jetzt gerade, wo ich das vormachen konnte, habe ich es einfach nicht gemacht. Aber glaub mir das. Wenn ich das zu Hause vorm Spiegel mache, bin ich Bombe. Aber ne, das ist das Ding immer. Also du musst natürlich dann auch performen können. Deswegen lass alles einfach abfallen und gib einfach alles. Okay, sehr gut. Mit das Allerwichtigste, Spaß haben, sich treu zu sein, wirklich man selber zu sein, nicht irgendwas zu spielen. Es sei denn, ich frag dich, was zu spielen. Aber sonst das Authentische, weil man sucht ja nach jemandem, der neu ist, der anders ist, der interessant ist. Deswegen ist es blöd, will ich auch gar nicht sagen, hey, sei so oder so, weil ich suche ja die Person mit den Eigenschaften, die sie gerade hat, die so besonders sind. Okay, allerletzte Frage. Mit wie vielen Staffeln wirst du uns noch beglücken? Ist irgendwann ein Ende geplant? Ich hoffe nicht. Gucken wir mal. Wir spaßen immer rum, meine Tochter und ich sagen immer, du machst es jetzt demnächst irgendwann. aber das, wir sagen das natürlich immer so ein bisschen zum Spaß. Vielleicht ist ein ganz kleiner Funke Ernst dabei, aber meine Tochter hat jetzt im Moment gerade eher ihr College so on the horizon. Die ist total excited. Sie wird jetzt nach New York ziehen für 4 Jahre, was für mich natürlich so ein Stich ins Herz ist. Aber ich denke dann so an meine Zeit zurück. Ne? Also als ich in ihrem Alter war, bin ich auch nach New York gegangen. Und das ist so strange und so witzig irgendwie. Oder ne, wie das jetzt sich wiederholt mit meiner Tochter, dass sie jetzt genau im gleichen Alter, wie ich damals war, nach New York geht. Also es ist auch schon eine echt tolle Stadt. Man lernt so viele tolle Leute kennen. Und ich bin echt froh auch, dass sie in ihr College angenommen worden ist. Mhm. Also ich bin super stolz auf sie. Was studiert sie denn? Willst du das verraten? Interior Design. Wow, okay, fancy. Mir ist gerade noch eine spontane Frage gekommen. Wie ist es denn? Guck mal, du hast ja einen Mutter-Tochter-Gespann jetzt im Finale. Martina und Luan. Glaubst du, du könntest mit deiner Tochter so auf engem Raum und so lange dicht aneinander bei so einer Competition teilnehmen? Glaubst du, man wird sich irgendwann in die Haare kriegen? Oder glaubst du, das wird zwischen euch auch harmonisch ablaufen, so wie bei den beiden? Also mit dem dicht aneinander, ich meine, wir sind zu Hause dicht aneinander, wir können nicht dichter sein eigentlich, aber ich würde das auch gar nicht machen, ehrlich gesagt, meiner Tochter. Ich wollte immer, dass meine Tochter gewinnt over me, weißt du, was ich meine? Deswegen, also ich glaube gar nicht, dass wir uns so zusammen in der Competition bewerben würden. Du bist so ein Süßi, ich lieb's. Geil. Was steht bei dir jetzt noch so an? Kannst du jetzt ein bisschen chillen oder was ist los? Ich habe heute zum allerersten Mal Buchbesprechung. Also mein Produktionsteam, viele sind hier in Berlin, die anderen sind schon in Köln. Ich habe heute Buchbesprechung, das heißt, wir gehen mein ganzes Skript durch. Ich habe ja Prompter. Ja. Ja, dann habe ich auch einen Auftritt, den ich vorbereiten werde. Also es ist ein kleines... Oh, warte, werden wir Chai Tea with Heidi, werden wir es live hören? Oh!
Oh, ich werde ja ein bisschen ausrasten. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich mache mir auch schon ein ganz kleines bisschen in die Hose, muss ich sagen. Machst du die Choreo dann auch? Okay, sehr gut. Ey, ich freue mich richtig drauf. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Ich habe bisher noch gar keine Favoritin, weil ich halt alle so gut finde. Also ich kann... Schwer, weil die sind, könnten eben, alle das wollte ich gerade sagen. Sein. Ja. Können nicht unterschiedlicher sein. Ich finde die auch alle so super. Ja. Haben es auch wirklich alle verdient. Ja. Deswegen, jeder zu Hause hat natürlich so ein bisschen seine Favoritin. Ne? Und nehmen es mir natürlich immer alle übel, wenn ihre Favoritin dann aussteigt. Aber ich meine, wie gesagt. You did this! Ja, es kann nur einer werden. Deswegen. Ja. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, für wen ich bin, aber ich glaube, ich würde sie alle nehmen, von daher. Ja, wir müssen mal sehen, wie sie jetzt auch performen. Das ist immer nochmal so eine andere Sache, so ein Live-Moment. Mir geht es ja dann genauso. Ne, wenn du dann Backstage stehst und du hörst schon der ganze Laden grölt und dann hörst du ja ganz laut, hör mir den Countdown. 10, 9, 8, 7 und dann we're live, ne? Du bist live und dann ist so... Gott, wie an Silvester. Oh. Nee, nur schlimmer, weil es im TV ist. Oh Gott. Die kriegt mir auch total die Pumpe. Und dann denke ich auch an meine Models, weil ich mache das schon so lange. Die machen es zum allerersten Mal. Deswegen, das musst du auch so ein kleines bisschen mit einbeziehen. Ne? Wer kann performen so in so einem Live-Moment? Ich ziehe den Hut vor dir, vor euch. Ey, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt aufs Finale am Donnerstag. Genau. Es war mir eine unfassbare Ehre, nochmal mit dir abzuhängen. Ich bin gespannt, wer es wird. Und dann wünsche ich dir da auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und ich drücke die Daumen, denn nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Abonnier uns jetzt kostenlos.